Herzlich willkommen zum dritten Teil Siebte See mit mir, mit dem Dan. Und ja, ich sag's jetzt mal direkt von Anfang an. Ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und ja, damit zeigt ihr quasi, dass die Rollenspielszene, oder dass ihr Interesse habt generell am Rollenspiel und so weiter, und stärkt natürlich das komplette Medium oder die komplette Wahrnehmung von Rollenspiel. Denn jeder Rollenspielkanal, dem ihr ein Like oder ein Abo da lasst oder einen Kommentar, den pusht ihr quasi im Algorithmus für YouTube. Ja, das bedeutet, ihr könnt Rollenspiel allgemein dadurch pushen, dass ihr es liked, abonniert und teilt. Ne? Ganz klar. Also jetzt nicht nur mein Kanal, ne, so generell. Also würde ich mich sehr über ein Abo und über ein Like freuen. So, und Kommentare gerne. Siebte See, Grundregelwerk, der dritte Teil. Ich habe schon ein bisschen geschwelgt mit euch in den wilden, stürmischen Weiten. Aber wir sind doch sehr kontinental geblieben bis jetzt. Denn es geht jetzt hier erstmal um den Kontinent Thea. Und wir haben noch gar nicht so richtig den Salz. Wir schmecken den Salz noch gar nicht so richtig auf den Lippen. Und das ist vielleicht auch so was, warum Siebte See so ein bisschen verhalten angekommen ist. Ihr bekommt erstmal gesagt, dass es halt, es heißt Siebte See. Es ist sehr, sehr viel, ja, sehr, sehr viel Piratenoptik auch. Hier ist ein Schiff drauf. Es ist alles sehr nautisch. Ja, aber dann habt ihr, um das mal zu zeigen, dann geht es halt hier um diesen Kontinent. Und ihr könnt hier eigentlich ein ganz normales Rollenspiel spielen. So wie ihr es kennt, mit Burgen, mit Schlössern, mit Intrigen, mit was auch immer, und müsst eigentlich gar nicht raus aufs Meer. Und das ist so ein bisschen schade so. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum es so ein bisschen gemischt angekommen ist. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal, bei mir kommt es sehr gut an. Wir haben uns das letzte Mal die Actionsequenzen angeguckt, wir haben uns angeguckt, wie ein Regelpool gemacht wird, Heldenpunkte haben wir uns angeguckt, wir haben uns die Charaktererstellung angeguckt und so weiter. Also wenn ihr das nicht gesehen habt, unter dem Video sind alle Videos verlinkt zur Siebte See in einer Playlist. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch mal reinschaut. Alles was rot ist, also ich weiß nicht, ob man es sehen kann auf der Cam, aber hier diese rot unterlegten Texte, das ist immer so eine Spielleiter-Situation. Spielleiter mit Spielern, was habt ihr vor und so weiter. Ne? Und da wird dann aber erklärt, gerade jetzt hier, es ist ja ein cineastisches Rollenspiel, das heißt, die Macher oder die das Konzept gemacht haben, die wollen euch nicht die Regeln erklären. Natürlich auch, aber eher, das ist eher zweitrangig. Hier soll jetzt ein Flair und ein Spielstil, eine Geschwindigkeit und so weiter rübergebracht werden. Ne? Das ist ja ein wichtiges Thema. Und jetzt kommen wir zu den Spielleiterregeln. Das ist immer für mich ganz interessant. Erstmal, das Bild ist klasse. Ja, bin ich richtig gut. Ja, hier. Die Dame in Rot, die alle in der Macht hat, ist wohl eine Vampirin. Es gibt so Hordenregeln, also so Schlägertrupps nennen die sich hier. Denn bei Siebte See sind die Charaktere natürlich sehr stark und die sollen halt auch alleine dann gegen drei oder vier oder fünf Gegner kämpfen oder mehr. Ja, wird ein bisschen unterschieden nach Wachen und solche Geschichten. Intrigen, man kann ja auch Intrigen machen, die Einflusspunkte zu generieren und bekommt dann. Wenn man Einfluss hat, kann man den Einfluss auch nutzen, um Dinge zu manipulieren. Zum Beispiel einen anderen Schurken anheuern oder rekrutieren. Ne? Da kostet so und so viel Einflusspunkte und so weiter. Also ihr könnt euren Einfluss, den ihr euch erspielt habt, dann gleich nutzen. Das ist natürlich hier. Da bin ich natürlich dann sofort dabei. Ja? Wunderbar. Ne? Dieser Knochenmann, dieser Beinmann. Immer man ihn nennen möchte. Mal wieder alles hier so ein bisschen hinmachen. So, das ist jetzt wichtig zum Thema Monster für Spielleiter. Hier wird jetzt erklärt, wie man sich die Monster selbst zusammenbaut, denn es sind nicht so viele hier drin. Aber es gibt ein einfaches System, nämlich mit Monsterkräften, die dann
Also ihr habt einen Wunden und ihr fügt dann jedem Monster dann gewisse Kräfte dazu. In den Erweiterungsbüchern, die ich euch auch noch vorstelle, kommen immer noch viele, viele Erweiterungen dazu. Und es gibt dann solche Dinge wie Tentakel, Teleportation, giftig, gewaltig, nachtaktiv, wandelnder Leichnam. Und ja, ihr könnt natürlich nicht alles bei allem irgendwie kombinieren. Das ist ja hier nicht Dungeons and Dragons. Ganz kurz einen Schluck Wasser. Sondern das hier ist siebte See. Das heißt, es wird schon ein bisschen eingegrenzt, welches Monster was ungefähr kriegen kann. Aber ihr könnt trotzdem alles so ein bisschen gestalten, wie ihr wollt. Ja. Sogar das Bild. Das ist nix. Nix. Also das ist ein alter Mann, der einem Mädchen Panzerhandschuh gibt. Aber es ist trotzdem schön gezeichnet. Das muss man auch erstmal, die Schönheit im Nichts, ne, muss man erstmal hinkriegen. Hier ganz klar, ne, was wir hier sehen. Das ist auf jeden Fall jemand von den Inseln im Norden. Ne? Okay, Beispiele für Geschichten. Da gucken wir uns mal an, hier Kampagnengeschichten. Der eiserne Bürgermeister. Ziel, ein Bürgermeister wird ein Segel, ein Distrikt von fünf Stadt, was? Wird in Segel einem Distrikt von fünf Stadt gewählt. Aha, Segel heißt es. Okay. Schritt 1, alle Eisenprinzen, die Ansprüche auf fünf Stadt erheben, davon überzeugen, dass gewählter Bürgermeister der Beste für Segel wäre. Aha. Was ist das jetzt genau? Es folgen ein paar Beispiele für beendete Geschichten, anhand derer ihr euch ein Bild über die Struktur einer Spieler der Geschichte machen könnt. Ach so, ja, das sind so Beispiele, wie so ein Verlauf läuft. Ja, sehr schön. Ja. Na gut. Also wie die Geschichte läuft und da können die Spieler dann einhaken und die dann natürlich auch ändern. So, jetzt kommen wir zu einem interessanten Kapitel. Ich finde eigentlich alle ganz interessant, aber jetzt haben wir hier die Zauberei. Die Zauberei wirkt für mich hier eher so wie zum Beispiel jetzt bei Fluch der Karibik. So, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Anleihe, die hier auch passt, denn bei Fluch der Karibik ist es jetzt nicht so, dass jetzt da jeder rumläuft und zaubern kann. Es kann eigentlich keiner zaubern. Dann ist da also eine Voodoo-Hexe und vielleicht irgendwie ein Piratenkapitän, der irgendwas herausgefunden hat oder durch irgendein Artefakt. Aber es ist nicht so, dass da irgendwie Magierakademien existieren oder so. Das ist jetzt hier schon so, ne? Also das ist schon ein bisschen verbreiteter. Aber es hat so diese Anmutung eher von dass es nicht so normal ist und zur Welt gehört, wie jetzt zum Beispiel bei Midgard oder bei DSA. So, ne, bei diesen Fantasy-Sachen, da gehört das ja alles richtig fest zur Welt. Und hier wirkt das alles noch so ein bisschen besonderer. Eher so wie bei Conan oder so, ne, bei Sword and Sorcery. Und hier ist jetzt so, also das Hexenwerk, es wird auch gesagt, wo die jeweilige Zauberform stattfindet. Denn das ist jetzt nicht eins für alle. Sondern es gibt eher Regionen, da ist das eine oder das andere eher verbreitet. Das Hexenwerk arbeitet mit Salben. Ihr könnt euch dann eine mächtige und zwei schwache Salben aussuchen und die bringen halt verschiedene Vorteile. Zum Beispiel Gift des Sensenmannes. Das ist jetzt eine geringere Salbe, das heißt, ihr könnt quasi drei Sprüche haben sozusagen. Eine ätzende Mischung aus natürlichem Gift versetzt mit Spänen aus reinem Silber. Wenn ein Held einen Untoten mit einer Flasche Gift des Sensenmannes angreift, ihn damit bewirft oder mit der Flüssigkeit begießt, so gibt er ganz normale Steigerungen aus, um Wunden hinzuzufügen. Erleidet das Monster mindestens eine Wunde, beginnt das Gift des Sensenmannes zu wirken. Wenn bis zum Ende der Runde erleidet das Monster jedes Mal, wenn er es eine Aktion ausführt, eine Wunde. Diese Wunde können nicht vermieden werden. Also sprich, es ist dann so ein Dot, nennt man das, ne, bei WoW. Das heißt, es ist so ein Gift auf Zeit dann so, ne, dass dann so runtertickt. Also man muss Schaden machen und dann gerät das Gift in die Blutbahn und dann geht das los, ne. So, dann haben wir hier zum Beispiel auch eine ganz andere Art von Magie. Das ist eher so für mich so ein bisschen in die Richtung Paladin, die Ritter von Avalon, ne. Da muss man dann quasi einen dieser Ritter, es gibt verschiedene Ritter mit verschiedenen Storys, die muss man dann in sich aufnehmen und der
Er verbessert dann quasi, also den Geist dieses Ritters verbessert eure Fähigkeiten. Finde ich auch ganz schön. So, jetzt hier die Klemmer. Muskelklemmer, Stilklemmer und so weiter. Also das sind auch alles so verschiedenste Zauberformen. Hier. Und hier Mütterchens Berührung. Das passt halt super in diese ganze slawische Geschichte eher rein. Ne? Viele funktionieren ähnlich, aber jeder hat immer so ihren eigenen Dreh. Ne? Hier Porte, das könnte ich mir ganz gut in die eher spanische, italienische Richtung verorten. Da bekommt man dann auch irgendwelche Dinge, ich glaube Rituale oder sowas. Also es ist sehr divers. Also ihr könnt euch hier ganz, ganz viele Sachen aussuchen und so. Also und die funktionieren auch unterschiedlich und so. Und es ist wirklich toll. Also auch alles wirklich auch so auf Effekt gemacht. Und hier ist jetzt so, hier kann man Gefälligkeiten. Ich glaube, hier hat man dann einen Mentor, ein Dämon quasi, und dann muss man hier Gefälligkeiten anbieten und so weiter, bekommt dafür dann aber auch, oder man kann Gefälligkeiten vom Dämon bekommen, ne, weil man ja die Seele verkauft hat. Oder hier, jetzt ist wieder eine neue, das sind ganz alles ganz unterschiedliche Arten dieser Magie, die auch jetzt nicht Zauberei ist, so wie es einfach ist im Fantasy, sondern die ist dann Hexerei oder ein Pakt oder ein Geist beseelt euch und so weiter. Und hier ist jetzt Sorte mit einem Forte, mit einem scharfen S ausgesprochen. Sorte ist einer der seltensten Zaubereien in Thea. Und da gibt es dann hier, ist so ein Buch, das muss man lesen oder sowas. Also man muss ein Netz lesen, so habe ich das gelesen. Ne? Ein Netz des Schicksals. Also man da kommt dann in eine Situation, da kann man dann darauf zugreifen und bekommt dann davon immer gesteigerte Fähigkeiten. Ja. Auch die Zeichnung schön. So. Duellieren ist hier auch drin. Ein bisschen kürzer, aber ja, ausreichend. Es gibt ein paar Künste, die man hier anwenden kann. Für Spieler, die das natürlich sehr gerne mögen. Es gibt hier etliche und es gibt auch noch in den Erweiterungen etliche. Also dadurch erweitert ihr euch auch eure Möglichkeiten. Und hier ist jetzt das, was ich in Video 2 angesprochen habe, die Eisenfaust. Da habt ihr dann ein Breitschwert und eine Panzerhand. Und das kann man dann einmal während dem Spiel dann einsetzen, um halt Dinge, also man kann seine eigenen Wunden komplett ignorieren und die des Geg und dem Gegner diese Wunden zufügen. So, also ja. Ach, das ist cool, oder? Ist das nicht cool? Kapitel 7, Seefahrt. Wie gesagt, es kommt hier relativ hinten. Wir sind bei 320 Seiten, glaube ich, insgesamt. Und die Seefahrt kommt halt hier auf Seite 246. Dementsprechend hat das natürlich nicht so viel Bezug zur Seefahrt, aber das ändert sich natürlich noch mit den anderen Büchern und so. Aber hier wird jetzt erklärt, was wer auf dem Boot alles machen kann. Also ihr könnt auch euer Boot besetzen. Es gibt auch ein Charakterblatt für ein Boot, sage ich jetzt mal. Steuermann, Bootsmann, Geschützmeister, Schiffsarzt, unterschiedliche Ränge auf dem Boot, Schiffsvergangenheit, also euer Schiff, ne, gibt es da verschiedene Schiffstypen, Schiffsvergangenheit, also was der Stil der jeweiligen Marine war. Hier haben wir jetzt das Pendant zu dem schwulen Pärchen, hier ein Lesbenpärchen, die sich küssen. Auch in Ordnung, also es sind Schwarze drin, es sind orientalische drin, Menschen, es sind weiße Menschen drin, Männer, Frauen, es ist alles drin. Das ist vollkommen egal. Also dem Buch ist es vollkommen egal, mir ist es vollkommen egal. Jeder soll das machen, was er will, und das wird hier auch in dem Buch gezeigt. Finde ich auch gut. Wie gesagt, mir ist es egal. Lasst die Leute in Ruhe und gut ist. Letzte Details, ja, machen wir mal so. Fracht, Beute teilen und so weiter, Schiffe versenken. Da würde ich gerne mal, habe ich noch nie erlebt, mal so ein richtig schönes Seeabenteuer erleben. Ich hoffe, das kann ich auch machen hier mit Siebte See mal. Seeschlachten, wenn erklärt, und es ist relativ kurz, also dementsprechend ist es nicht so umfangreich und damit auch gut zu machen. Ja. Seeungeheuer, ganz toll. Dazu habe ich jetzt, da habe ich ein Band mir bestellt. Ein Abenteuerband, der sich da auch ein bisschen drum dreht, so fünf Abenteuer auf der See, so soll ich jetzt mal.
So, Geheimgesellschaften, die sind natürlich immer wichtig als Dreh- und Angelpunkt. Konflikte, Aufträge und so weiter. Auch um Spieler quasi in die Ecke zu drängen, sage ich jetzt mal, wenn es jetzt starke Verhaltenskodexe gibt oder Verhaltensweisen, die den Spieler quasi zwingen in eine gewisse Richtung und der Spieler muss dann entscheiden, ja, trage ich das jetzt mit oder möchte ich da raus? Also es sind alles immer gute Konfliktherde und da ist hier auch einiges drin. Wie gesagt, es gibt ja 10 Länder und jeder hat so ein bisschen seine eigenen Organisationen, die nach verschiedensten Mächten nach verschiedensten Dingen einfach streben. Kapitel 9, der Spielleiter. Hier wird jetzt nochmal dem Spielleiter ein bisschen was zum Geleit gegeben. Und es ist ein leichtes System und der Spielleiter soll sich eigentlich eher auf das Flair konzentrieren. Und ich habe jetzt schon gehört von einem Spielleiter, der das häufiger leitet und einer, der das mal ausprobiert hat. Es ist wirklich ganz schön zu leiten. Also es muss fluffig sein, es muss verständlich sein. Man wird sehr kreativ dabei, weil man halt sich Dinge ausdenken muss und so weiter und so fort. Auch in den Situationen. Also es ist halt immer so, dass das, was ihr so... Also es ist nicht so, dass ich jetzt als Spielleiter festlege, in dem Raum ist jetzt ein Kronleuchter und zwei Tische und dann sagt der Spieler, ich möchte von dem einen Tisch zum anderen springen und sage ich, nein, die Tische sind zu weit auseinander, das sieht doch auf die Karte und so weiter. Nein, das ist hier nicht so, sondern hier wird gesagt, du siehst einen Raum, es ist ein Bankettsaal und der Spieler sagt dann, ja, die Tische, ich springe von einem Tisch zum anderen und ich hangel mich an Girlanden, die zum Schmücken des Saales aufgehängt sind oder an einem Wandteppich nach oben. Davon habe ich als Spieler da gar nichts gesagt, aber der stellt sich das so vor und wird das dann auch, ist das dann auch so. Ne? Ja, improvisieren ist ein ganz großes Thema. Der Hut des Geschichtenerzählers. Ja, ja, nach dem Spiel gibt es dann noch die Belohnungen, was die Leute kriegen und wie sie aufsteigen können und so weiter. Standardsachen. So. Der Anhang, sogar für den Anhang ist ein sehr schönes Bild gefunden worden, was jetzt keinen Eindruck davon macht. So, jetzt haben wir hier erstmal Index. Ich liebe Indexe. Index ist für mich das Google von gestern. Dann haben wir hier ist das ein G? Geschenke und Einschränkungen? Ich weiß es nicht. Glamour, Handel, Hexenwerk. Also ich kann die Überschrift manchmal nicht gut lesen. Ich muss mich da erst dran gewöhnen, was es bedeutet. Aber hier könnt ihr alles nochmal schnell finden. Ne? Tugenden, also auch die Magie nochmal finden. Gerade die Vorteile. Ja? Das sind viele, deswegen, da muss man wissen. Und hier steht auch dabei, ich glaube, was für eine Stärke dieses Vorteil hat. Fertigkeiten, also alles nochmal, um schnell durchzukommen. Das ist der Spielleiterbogen. Das Spiel ist sehr stilvoll und der Spielleiter, der Spielleiterbogen, der Spielbogen oder das Charakterblatt fällt für mich da ganz schön ab. Also wir haben jetzt hier 3 Folgen lang dieses wunderschön gestaltete Buch gesehen und das hier ist ja echt lächerlich dagegen. Also hier ist ja überhaupt nichts. Wenn die siebte See da oben weg wäre, dann ist schon nichts mehr, was hier irgendwie... Also das ist sehr mau. Der hat mir nicht gut gefallen. Da hätte ich gerne was richtig Schönes mit Flair. Muss nicht bunt sein, kann ja schwarz-weiß sein, aber schön gezeichnet und so. Fand ich ein bisschen schade. Dann noch ein bisschen Werbung, was demnächst noch rauskommt. Piratennationen und hier Helden und Schurken werden wir uns alles angucken. Hier nochmal die Karte zum Schluss und dann sind wir durch. So, mein kleines Fazit zu diesem Buch. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt, das wird sich aber ändern. Ich denke mal, das werde ich innerhalb der nächsten 1-2 Monate, werde ich das hinkriegen. Müssen wir mal gucken. Also mein Ziel ist es, das zu spielen. Ich werde es auch mal machen. Gerade jetzt, ich nutze jetzt sehr, sehr viel die Online-Option. Da werde ich auch nochmal versuchen, viele Dinge, die ich auf meinem Kanal schon vorgestellt habe, auch nochmal zu spielen.
mal auszuprobieren. Wir bauen uns gerade so ein bisschen auf online-mäßig und dadurch lerne ich viele neue Leute kennen und dann kann man sowas dann auch mal einsetzen und mal ausprobieren, um halt so Systeme einfach mal zu checken. Das ist mein Ziel perspektivisch auf lange Sicht. Und dann kann ich ja noch immer noch mal auf das System zurückkommen und wir können noch mal so ein Fazit ziehen. So. Also ich will es spielen, es sieht fantastisch aus. Ich habe auch schon eine Idee, was ich für einen Charakter spielen würde. Die Regeln sind eingänglich, es kommt mir entgegen. Ich bin ein relativ kreativer Typ. Ich kann mich ganz gut ich bezeichne mich ja auch selber so ein bisschen als Hardcore-Spieler. Das heißt, ich versetze mich auch in Situationen rein. Versuche auch Dinge im Rahmen der Möglichkeiten des Charakters zu lösen, wenn der Charakter einfach nicht die Leistungsfähigkeit hat, die mentale oder die körperliche, dann ist er halt auch nicht in der Lage, dann muss er sich was anderes einfallen lassen oder muss es halt körperlich irgendwie lösen, ohne viel nachzudenken und so weiter. Also ich bin da relativ kreativ in den Situationen und und das ist halt für mich dann auch spannend, so ein freies System mal zu erleben und vor allem halt auch mal einen Stresstest zu unterziehen, weil wenn ich als Spieler ich kann halt auch als Spieler viel kaputt machen dadurch oder nicht kaputt machen, aber so ein bisschen auch ausnutzen oder Dinge halt irgendwie halt auch anders lösen, als überhaupt irgendjemand gedacht hat. Das ist für mich das Spannende. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das Spiel kaputt mache, ne? Sondern ich sage einfach nur, naja, wenn man so kreativ sein kann, dann kann man natürlich auch kreativer sein, als es vielleicht gedacht war. So, wer weiß. Also, habe ich richtig Bock drauf. Wie ihr gemerkt habt, wir haben hier gar keine Ausrüstungslisten. Wir haben keine Schusswaffen irgendwie Regeln. Wir haben keine Kampfregeln oder keine Waffenregeln, keine Waffenlisten und nichts. Das fehlt halt alles, ist klar. Es ist ja nicht simulationistisch. Das heißt, Ausrüstung habt ihr halt quasi so, wie ihr es braucht. Ihr werdet wahrscheinlich, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich werde es nochmal recherchieren. Ihr werdet vermutlich auch immer so das dabei haben, was ihr jetzt gerade irgendwie braucht. So, ne? Also, wenn ihr jetzt sagt, so, ja, wir brauchen mal ein Seil, ja gut, dann ist dann halt eins da oder ich habe eins dabei. Wie gesagt, es geht um die Action, um schöne Geschichten zu erzählen und zu erleben, um Spannung, Flair aufzubauen und am Ende glücklich nach Hause zu gehen und dafür ist dieses System gedacht. Ich werde sehen, ob mein geliebter, heißgeliebter Charaktertod eine Rolle spielt, denn ich denke, dass die Charaktere eigentlich kaum sterben können. Natürlich gibt es Wunden und schwere Wunden und was auch immer. Das weiß ich nicht. Das werde ich auch nochmal nachfragen bei jemandem, der schon länger spielt und leidet. Wie das in dem Bezug zu Charaktertod ist. Denn ich finde, egal was es ist, egal wie heldenhaft Charaktere sind, Charaktertod ist wichtig und gehört dazu und auch alte Figuren, gerade alte Figuren, die schon viel erlebt haben, die schon viel gesehen haben, die schon lang gespielt sind, die müssen auch mal sterben. Und weil das ist dann was, ein einschneidendes Ding und das ist für mich als Rollenspieler meiner Meinung nach auch das Salz in der Suppe, dass solche Charaktere dann gehen und sterben. Und nicht irgendwie in der Kloake ertrinken oder irgendwie, sondern dass die dann einen richtig krassen Abgang machen und dadurch auch eine Lücke in dieser Gruppe entsteht. Es ist ja nicht so, dass jetzt, dass dadurch dann halt auch nur der Spieler, der die Figur nicht mehr spielt, einen Einschnitt hat, sondern da entsteht ja auch eine Gruppe, eine Lücke in der Gruppe. Das heißt, für den Spieler ist dann da das erstmal fertig. Aber die Gruppe muss dann erstmal damit umgehen, dass halt eine Säule nicht mehr da ist. Ja? Das ist für mich auch ein Rollenspielansatz. Also der Verlust ist für, oder das etwas nicht schaffen, eine Aufgabe nicht erfüllen, nicht schaffen, zu fliehen in einem Kampf, weil man es einfach nicht schafft, das gehört für mich auch zum Rollenspiel dazu und ist genauso befriedigend, weil das eine Entscheidung war, die ich in der Situation getroffen habe. Gut. Will ich jetzt nicht so noch weiter ins Detail reingehen, aber ihr habt schon mal ungefähr so eine Richtung, dass für mich Positives und Negatives beides im Rollenspiel genauso viel Spaß macht.
Ja, also ich bin froh, dass ich es gekauft habe. Heilfroh, wirklich heilfroh. Irgendwann konnte ich die Werbung nicht mehr ertragen. Mir wurde es ständig aufs Brot geschmiert von Prometheus, die einen super Job im Marketing gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, ich kaufe es und jetzt bin ich begeistert. Und das ist auf jeden Fall kein Fehlkauf, das merke ich jetzt schon. Ich bin total begeistert. Schon allein von der Aufmachung der Bücher, die dann im Regal zu sehen, das ist für mich dann schon fantastisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne Daumen nach oben, Abo da lassen. Eure Meinungen dazu gerne unten in die Infobox. Wie gesagt, ich kann nur spekulieren, ihr könnt mich dann aufklären und dann machen wir das gemeinsam, machen wir dann quasi den Nagel in den Sarg, und freuen uns, dass alles so gut geklappt hat. Bis zum nächsten Mal, euer Dan. Ciao, ciao. Und ach ja, unter dem Video findet ihr dann die Playliste zu allen Siebte See-Sachen. Da werde ich dann nach und nach alle Bücher vorstellen und euch mitnehmen in die verschiedensten Regionen von Thea. Macht's gut, Leute, und ciao.